Karl Geiger führt das erfolgreichste Autohaus für US-Cars in Deutschland. Auf 4200 Quadratmetern stehen mehr als 180 Autos. Wenn man da nicht zumindest grob schon mal eine Richtung hat, ist man völlig überwältigt. Der Geiger macht das Unmögliche möglich. Zusammen mit seinem Team von 25 Mitarbeitern verwandelt Karl Geiger Autos in Unikate. Das Karl ist, wie soll man sagen, ein menschliches Auto ist der Karl. Dabei beginnt Karl Geigers Geschichte ganz bescheiden im Südschwarzwald. Hier wächst er mit zwei Schwestern auf. Sein Vater hat ein Fuhrunternehmen. Mit 20 Jahren zieht er nach München und arbeitet 2 Monate lang als Mechaniker bei Mercedes. Dann startet er seine Erfolgsgeschichte in einem Hinterhof. Zusammen mit einem Freund kauft er alte Schrottautos, repariert sie und verkauft sie weiter. Renault, Käfer und später Italiener. Bis er 1983 auf seinen ersten V8 trifft. Irgendwann habe ich halt eines Tages mal eine Corvette in die Finger gekriegt. Die war auch komplett zerlegt in Kisten. Habe ich gedacht, okay, jetzt schraube ich halt mal so eine Corvette zusammen. Ein Amerikaner hat mich eigentlich früher null interessiert, gar nicht. Und nach der ersten Probefahrt, ich denke, ich habe ein Jahr hingeschraubt an das Auto, hat mich das Ganze so fasziniert, dass ein V8 in einer Corvette so dermaßen viel Leistung und viel Spaß macht. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich genau die Richtung, was ich gehen will. Das ist Karls Schlüsselerlebnis. Doch um groß in das US-Car-Geschäft einzusteigen, fehlt es ihm am nötigen Geld. Er schraubt beharrlich weiter, kauft von einem restaurierten Auto wieder 2 kaputte und so weiter. Dann kommt ihm ein glücklicher Umstand zu Hilfe. Ein Kunde von uns hatte damals etwas finanzielle Schwierigkeiten. Und ich habe ihm damals die Fahrzeuge immer repariert, habe keine Rechnungen geschrieben. Und irgendwann ist der gute Mann reingekommen und hat gesagt, ich habe einen Wunsch frei, was ich denn gern machen würde. Mein Wunsch war einmal nach Amerika und irgendwie Autos kaufen, weil das war so ein Traum. Dann hat er gesagt, ja, okay, er würde mir jetzt dann eine Summe in Geld geben oder in Checks und ich kann was draus machen. Ich soll in Amerika Autos kaufen und ich soll das Geld dann in einem Jahr halt dann wieder zurückzahlen. Bin ich damals in Miami in so einem riesen Chevrolet-Haus reingegangen, oder Corvette-Haus war das. Und dann habe ich zu dem Verkäufer gesagt, ja, die Reihe und die Reihe und die Reihe und ich will einen guten Preis. Und er wollte zuerst mal die Schecks sehen, dann nimmt er unsere Schecks und geht weg. Mir Angst gehabt um die Schecks, warum ist der weg? Ja, muss dir Manager zeigen, weil man kann nicht da eine Reihe und dort eine Reihe und da eine Reihe Autos kaufen. Und dann irgendwann ist er zurückgekommen und sagt, die Schecks sind okay. Also das war mir natürlich in dem Autohaus dann gleich angesehen, obwohl wir eigentlich rumgelaufen sind wie die letzten Dorfdödels mit Sandalen, weiße Socken und kurze Hosen. Aber das war halt damals normal. Und haben dann im Hafen gefragt, wie kann man denn hier verschiffen? Wer weiß da irgendwas? Und dann hat sich einer gesagt, ah, ich weiß eine Spedition, da geht es ja dorthin. Und also komplett blauäugig dahin gefahren in das große Land oder in das große Land geflogen und eigentlich von nichts Ahnung gehabt. Und es hat alles funktioniert. Es war Glück.